Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Vlog von uns. Ja, es gibt krasse News und zwar wurde Breaking News. Mein Instagram-Konto wurde gesperrt. Einfach so, aus dem heiteren Himmel. Angeblich habe ich gegen die Community-Richtlinie verstoßen. Jetzt war ich gestern komplett verwirrt, einfach weil ja, bisher noch nie sowas gab. Also ich wurde ja noch nie gehackt, zum Glück, und jetzt wurde mein Instagram-Account gesperrt. Aber ich bin auf jeden Fall dran, das zurückzubekommen. Ich habe heute eine Meldung bekommen, dass ich mich als eine andere Person ausgebe. Ich meine, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich das bin. Und ja, deswegen schauen wir mal, was da rauskommt. Ich muss auf jeden Fall einen Ausweis jetzt hinschicken. Und wir werden es sehen. Nichtsdestotrotz, das normale Leben geht natürlich weiter. Wir sind jetzt heute, heute ist Dienstag, oder? Wieso hast du den Kalender im Backofen, oder? Heute ist Dienstag, okay. Heute ist Dienstag, la Backofen. Ich hab hier Uhr, ich wollte schauen, wie spät es ist. Das weißt du doch. Das ist normal. Danke, Mama. Danke, du bist ein. Du baust mir auf. Das war lustig. Das war lustig, ja, Mann. Ah, der Mama hat Mitleid mit mir. Ja. Jetzt schreiben die ganze Zeit die Leute, hat mich die Diana blockiert, mein Papa. Weil die glauben, ich habe sie blockiert, weil sie mich nicht mehr finden können. Aber, no. Ich kann sie auch nicht mehr finden, das ist noch blockiert. Ja, genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt, es ist gerade Mittagszeit, 12 Uhr, und wir sind gerade am Kochen, beziehungsweise ein Teil vom Essen ist schon fertig für die kleinen Kinder. Es gibt heute Fischstäbchen mit Reis. Da drüben ist geschrien. Der Papa schnibbelt für mich jetzt das Menü von Patrick. Weil der Papa ist ein guter Schnibbler, wisst ihr? Gute Schnibbler. Wollt ihr sehen? Ja, gut. Deswegen stelle ich euch mal kurz ab. Ich hole mal die Kinder und richte Essen an. Für die Kinder. So, Kinder, Essen ist fertig! Das Kokoscurry ist auch schon fertig. Das ist für den Patrick. Das habe ich für den Patrick gemacht. Der ist jetzt heute nochmal Stand-Up-Paddeln fahren gegangen mit seinem Freund. Und ja, habe ich für ihn auf jeden Fall gemacht. Der isst es gerne. Ich und der Papa essen was aus dem Thermomix. Die Kinder sind schon fertig, also die sind jetzt alle schon abgezogen ins Wohnzimmer. Papa, ich glaube, unser Essen ist fertig. Ich und der Papa essen Diavolo-Spaghetti. Die Michelle kommt auch erst zu eineinhalb Stunden von der Schule. So viel dazu. Wir werden einfach mal was essen. Und ich habe dann auch noch genug Arbeit vor mir. Ja, also jetzt mal essen. Unser Essen ist fertig. Voila. Meins ist ohne grüne Blätter. Na, jetzt zeigen wir von Mama auch. Voila. Bin mal gespannt, was der Thermomix schon macht. Simpel, aber das sind wirklich sehr leckere Spaghetti. Ciao, Mama Reaktion. Ich kenne das schon. Oh mein Gott. Diavolo. Wollt ihr auch meine Reaktion sehen? Warte kurz. Okay, okay. Mit Grünzeug. Okay. Mama. Wow, deine Reaktion ist super. Der Philipp attackiert mich mit dem Dino. Ah, Philipp! Attackierst du mich? Ah, woher ist dieser Finger, Dino? Ah. Seine Maul. Du bist eine Maul. Ah, nein, Hilfe! Wir sind auf jeden Fall jetzt bei Hausaufgaben dran. Weißt du, wie das heißt? Was? Rechenpyramiden. Es ist Hausaufgabenzeit. Die können Hausaufgaben. Papa geht dann mit euch raus. Ich bin jetzt im Untergeschoss, also im Bereich der Kinder, beziehungsweise aktuell stehe ich oder sitze ich gerade in Michelles Zimmer. Denn ich habe ein Paket bekommen und zwar der Staubsaugerroboter für die Kinder ist da. Ich habe dieselbe Marke Yeti, die auch wir in oben haben. Ich habe ihn für euch unten in der Infobox verlinkt bei Amazon. Wenn ihr also den mal abchecken wollt, genau das, was ich euch heute zeigen werde, dann schaut unbedingt unten in der Infobox. Da ist er verlinkt und ich würde mal sagen, wir machen ihn gleich zusammen auf. Ich habe hier übrigens das Yeti Vac 2 Pro, den Saugroboter mit Wischfunktion. Man kann zusätzlich sich auch eine Absaugstation holen, wie auch wir oben haben. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, aber ist natürlich nicht unbedingt notwendig. Das ist alles inkludiert. Also
Also natürlich mit einem Wischbett. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal gleich auspacken und euch ordentlich zeigen. Er schaut auf jeden Fall ganz gleich aus wie der, den wir oben haben. Das ist die Ladestation und das Bürstchen und so weiter. Aber wie gesagt, ich werde ihn auf jeden Fall mal ganz unboxen und ihn euch dann zeigen. Und so schaut der Jedibug 2 Pro aus, meine Lieben. Er hat hier eine Kamera, richtig toll, denn er hat so eine Einstellung, dass er alles erkennt, was herumliegt. Das heißt, man muss gar nicht mal richtig aufräumen, wenn da Spielzeug oder sonst irgendwas herumliegt. Er erkennt das alles. Hier ist der Behälter, wo sich das Schmutz dann drin ansammelt. Kann man dann ganz normal ausleeren und auch auswaschen, wenn es nötig ist. Wenn man eine Absaugstation sich dazu extra holt, dann muss man es nicht mal ausleeren, dann entleert er sich selber. Ich schalte ihn jetzt mal ein. Und hier hat er auch noch den Wasserbehälter mit dem Wischpad. Er kann ja auch wischen, das ja auch richtig toll ist. Ich liebe es einfach, den Staubsaugerroboter laufen zu lassen, einmal durchzusaugen und dann auch noch feucht zu wischen. Das ist einfach ein purer Block. Alles klar, ich muss jetzt auf jeden Fall noch in Betrieb nehmen. Das ist dabei, dann die Ladestation dabei, die habe ich jetzt hier mal schon angesteckt, das Kabel rangemacht und hier wird er dann sein. Und ich würde mal sagen, ich richte ihn mal ein und lasse ihn dann mal gleich herumfahren. Ready for network setup. Connected. Please go back to the app to continue the setup. Scan successful. Connecting to the app. So, ich habe den jetzt komplett eingerichtet. Mit der App ist der wirklich in ein paar Klicks super schön eingerichtet. Und ich mache jetzt gleich die erste Autoreinigung. Da schaut er sich auch gleich die Umgebung an und schaut, wo welches Möbelstück liegt. Und ich habe ihn jetzt gleich mal losgeschickt. Er wird jetzt nämlich gleich seine erste Mappe erstellen. Das schaut dann so aus in der App. Also hier seht ihr noch gar nichts. Er wird dann den kompletten Raum aufzeichnen und I loved it. Und so schaut das Ganze aus. Er ist jetzt schon nicht mal eine ganze Minute gefahren, aber man kann schon sehen, wie er hier den Raum schon inspiziert. Er ist jetzt aktuell hier unter dem Bett. Da ist gerade ein Schuhkarton, wie ich sehe. Ja, den muss ich auch auf jeden Fall wegmachen. Er fährt auf jeden Fall hier seine Runden und guckt mal, wo kann er ran und wo kann er nicht ran. Auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr präzise. Übrigens könnt ihr den Staubsaugerroboter auch nutzen, wenn ihr einen Teppich habt. Er fährt auf allen Böden. Fliesen, Parkett, Laminat und auch Teppichböden. Man kann auch nass saugwischen, wie ich euch schon vorhin gezeigt habe. Also einfach hier das austauschen und die Wischplatte reingeben. Da ist auch das Wasser, also der Wasserbehälter, da muss man Wasser reinfüllen und dann kann er schon auch wischen. Ich liebe es einfach. Das ist einfach ja eine sehr, sehr Alltagserleichterung, wenn man sagt, okay, man kann ihn vorprogrammieren in der App. Er soll um diese Uhrzeit, zum Beispiel wenn die Kinder aus dem Haus sind, losdüsen und Staubsaugen und danach macht man einen kleinen Switch und macht die Wischplatte drauf und dann wischt er schön. Man kann sich optional noch dazu die Absaugstation holen, wenn man das möchte. Dann muss man ihn auch gar nicht mehr ausleeren, sondern er macht es dann auch automatisch. Also er saugt sich den Dreck dann selbst raus. In der Infobox, meine Lieben, findet ihr den Link dazu zu Amazon. Abchecken, falls ihr auch auf der Suche nach einem Staubsaugerroboter seid. Das Praktische ist übrigens, by the way, noch, dass, wenn ihr auch Kinder habt, die Kinder lassen gerne Sachen herumliegen, wie zum Beispiel die Hausschlapfen hier mittendrin oder irgendwelche anderen Socken oder sonst irgendwas. Da braucht ihr auch gar keine Sorgen machen, dass er die irgendwie einsaugt oder kaputt macht, denn er hat eine 3D-Hindernisvermeidungstechnologie, mein Gott, das ist ein langes Wort, eingebaut. Somit kann er ganzen Objekte sehen, die bei ihm in der Gegend herumliegen und er kann sie wirklich super schön umfahren. Also gerade wenn man kleine Kinder hat, sehr, sehr praktisch, die gerne Spielsachen herumliegen. Oder grundsätzlich, na, man lässt ja auch gerne selber was herum. Gut, mein Lieben, ich werde ihn auf jeden Fall jetzt hier fahren lassen und seine Karte errechnen, also sein Zimmer berechnen. Und ich werde in der Zwischenzeit raufgehen und ein bisschen was arbeiten. So, ich bin jetzt im Büro, weil ich muss ein bisschen was arbeiten. Ich habe heute Teamcoaching, weil es ist ja Dienstag und Dienstag ist bei mir immer Teamcoaching. Ich glaube, die Amy hat gefurzt. Amy! Die Amy ist nämlich die Einzige. Amy, hast du vielleicht gefurzt? Entschuldigen Sie bitte, haben Sie gefurzt? Ja, ich war die Schimpfnick. Na, da blieb ich. Hat die Putzi gemacht. Komm, raus mit dir. Wer furzt, muss rausgehen. Komm. Komm, Mimi.
Nicht du rein. Ich habe raus gesagt. Raus. Raus. Die Hunde warten ganz sehnlichst auf die Michelle, dass die nach Hause kommt, dass sie Gassi gehen. Hier ist der Rest der Bande. Nicht, dass ich wieder gefragt werde. Hier ist die Goldi und hier ist die Billy, Billy. Ich habe jetzt keine Zeit. Na, die wollen. Ihr wollt wahrscheinlich ein bisschen in den Garten, gell? Mal warten, bis der Patrick kommt oder die Michelle. Aber gleich. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit zum Arbeiten. Also bis gleich, ihr Lieben. Hey, ihr Lieben, ich bin schon zu Hause. Ich habe die Michelle von der Schule abgeholt und ich wollte mal kurz schauen, was der Staubsauger bis jetzt alles gemacht hat. Er hat die Karte schon abgeschlossen und das ganze Zimmer abgesaugt. Und jetzt werden wir weitermachen. Wir werden den Boden waschen. Ich habe das Wasserbehälter in der Hand. Da werden wir Wasser einfüllen, an den Staubsauger anschließen und dann wieder fahren lassen. Und in der Zwischenzeit gehe ich mal oben rauf mit Michelle Mittagessen essen. Lara, was sagen wir jetzt? Ich habe die Kamera angeschaltet. Wir gehen jetzt raus. Genau. Ja, wir werden jetzt in den Garten gehen. Ich nehme die ganze Bande mit, also die Kleinen, weil die Mama ist im Büro und sie muss ein bisschen in Ruhe arbeiten. Auch die Ratten. Wir werden heute noch unsere Ernte holen. Also ich habe ein paar Kartoffeln noch angebaut und ich werde es heute rausholen. Mal schauen, dass die Hühner auch Eier gemacht haben. Was ich noch nehmen werde, das sind die Äpfel, weil die sind schon reif und fallen am Boden. Genau, und wir werden einen Apfelkuchen machen, beziehungsweise ein Kompott. Machst du Kompott? Apfelkompott? Ja. Gut, also raus mit uns. Geht nicht? Das ist schwer. Da ist, glaube ich, ein Wurm drin, oder? Das macht dann nichts, das kann man ausschneiden. Wenn da schon ein Wurm drin ist, dann will ich noch essen. Ein großer Wurm drin. Da ist ja ein Loch. Ja, da mein wow, super. Gib den Apfel hier, Philipp. Den kann man auch noch nicht. Papa, schau mal, Philipp kann doch ziehen, ganz stark. Ja, habe ich gesehen. Philipp ist ein starker Mann. Das ist ein starker Junge, genau. Wir müssen alles nehmen. Das sind fleißige Kinder, das ist ein Wahnsinn. Du musst auch mithelfen. Okay. So, ich habe noch einen leeren Schüssel mitgebracht, damit wir die anderen Äpfel noch reingeben. Was gibt's? Wo? Das sind die Pilze. Ach so. Das sind die gleichen, die aus dem Wald. Die greifen die aber nicht an, ja? Ich wollte gerade darauf zeigen. Ja, ja. Aber warum, Papa? Warum darf ich das nicht an? Ja, aber das kann giftig sein. Giftig? Giftig. Aber du kommst keine Apfel nicht mehr. Ja, komm, noch ein paar Äpfel. Pilze, die
sind und weiße Punkte haben, die sind auf jeden Fall. Ja, super, Philipp. Wir werden unsere Gartenaktion beenden. Es hat ein bisschen zum Regen begonnen. Es regnet ein bisschen eigentlich. Und ich helfe dir. Und er kann auch raus. Vielen Dank. Und das macht unsere Aktivität ein bisschen schwer. Deswegen. Nee. Nicht? Nö. Bleiben wir noch im Regen? Ja. Ich kann den. Der Philipp will auch unter dem Schirm. Komm. Weil du der Größte bist. Ja, der Philipp ist auch hier. Nein. Komm her, Philipp, es regnet. Komm. Ich liebe das, wenn die Kinder noch Kinder sind. Wir wollen nach Hause. Tschüss. Ja, tschüss. Es ist schon 22:30. Ich habe mich bis jetzt leider nicht mehr gemeldet, denn ich habe auch die Kamera komplett vergessen. Wir haben uns auf den Abendaktivitäten fokussiert. Ja, wir haben Abendessen gegessen, Kinder fürs Bett vorbereiten, ins Bett gebracht natürlich. Und ja, und so schnell ist die Zeit vergangen, dass schon 22:30 ist. Aber ja, ich hoffe, dass euch trotzdem das wieder gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und ja, bis nächstes Mal. Tschüss.